Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Schirkan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Irgendwo im weiten Universum gibt es einen blauen, freundlichen Planeten, der mit seinem kleinen Partner Mond seit Millionen von Jahren die Sonne umkreist. Und dieser Planet ist unser Zuhause. Doch wir Menschen wohnen dort nicht allein. Ungezählte Arten von Pflanzen und Tieren teilen mit uns den Platz auf der Erde. Und genauso wie wir haben sie den Wunsch, in Ruhe und Frieden zu leben. Unter den Tieren gibt es Pflanzenfresser und es gibt Raubtiere, die andere Tiere jagen, um zu überleben. So hat es die Natur bestimmt. Und da die Tiere dem Gesetz der Natur gehorchen, blieb das Leben auf der Erde über Jahrtausende im Gleichgewicht. Erst der Mensch brachte durch seinen Übermut und seine Unmäßigkeit die Natur in Gefahr. Doch nun wird es höchste Zeit, dass wir Menschen die Natur und den Dschungel achten lernen, so wie sie es verdienen. Da hast du wohl recht, mein Liebling, aber ich glaube kaum, dass Mowgli das schon versteht. Er schläft. Er hält ganz ruhig und friedlich seinen Mittagsschlaf, mitten im tiefsten Dschungel. Er ahnt noch nichts von den Gefahren, die ihn hier umgeben. Mowgli wird sicher ein Freund des Dschungels, wenn er groß ist. Er wird bestimmt genauso wie seine Eltern für die Erhaltung der Natur kämpfen. Komm, lass uns am besten die Wasser- und Bodenproben nehmen, solange der Kleine noch ruhig ist. Und nun träumen was Schönes, Mowgli. Ach, die Luft und das Wasser sind so wunderbar klar hier draußen. Nun, das kann ich leider erst beurteilen, wenn ich die Proben im Labor der Universität untersucht habe. Hoffentlich stellt sich dort nicht heraus, dass die Umweltverschmutzung sogar bis in dieses unberührte Paradies vorgedrungen ist. Menschenfleisch. Vorsicht, Vorsicht! Steve! Hau bloß! Mensch!
hasse Menschen. Tabaki! Bin schon da. Ich rieche Menschen im Dschungel. Los, suche sie! Das ist gefährlich. Und gegen das Gesetz. Absolut gegen das Dschungelgesetz. Hier im Dschungel bin ich, Shere Khan, das Gesetz. Wie du meinst, Chef. Bin schon unterwegs. Mal an, ein Menschenjunges. Sch, sch, lass das mal sein. Hm? Wo kommst du her? Hm? So ein blödes Kind. Das findest du wohl lustig. Los, geh brav nach Haus. Nein. Lass gefälligst auf der Stelle das schreckliche Geplärre sein. Hä? Hey, das macht dir wohl Spaß, aber es könnte ganz schnell bitterer Ernst werden, wenn ich eine böse Schlange und gerade auf der Suche nach Abendbrot wäre. Von wegen böse und liebe Schlange. Wie? Du bist bloß lieb, weil du gerade gegessen hast. Ah, von wegen, Baloo. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich bescheuert bin. Ich kenne das Dschungelgesetz und ich mag Menschen aus Prinzip nicht. Ein richtiges Menschenjunges. Von so nah habe ich noch niemals eins gesehen. So was? Was für ein süßer kleiner Franz. Alle Tiere sind süß, solange sie noch klein sind. Aber das da wird ein Feind des Dschungels, wenn es erst mal groß ist. Da hast du leider recht. Seine Eltern werden ihn wohl schon vermissen. Wir bringen ihn besser zurück. Sonst kriegen wir noch Klar. Schwierigkeiten. Klasse Idee. Lass dich nicht aufhalten. Da, du kannst doch nicht einfach abhauen. Oh. Du, ich schenke ihn dir. Du kannst ihn gern behalten. Aber ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich suche jedenfalls erstmal Bagheera. Der weiß eine ganze Menge über diese komischen Tiere. Und wenn du ihn gefunden hast, kommst du gleich wieder her. Und schlaf mir unterwegs gefälligst nicht ein. Werd's versuchen. Oh, ein Menschenkind. Das Kind. Wo ist denn das Kind? Mowgli. Mowgli! Mowgli, wo bist du? Liebling, Liebling, was ist denn? Ich hatte Mowgli zum Schlafen ins Zelt gelegt. Und nun ist er weg. Dann muss er weggelaufen sein. Nein. In den Dschungel. Ah. Tachchen, Bagheera, wirklich schön, dich zu sehen. Was willst du? Uns ist ein Menschenjunges zugelaufen. Ihr habt ein Menschenjunges hier im Dschungel gefunden? Stimmt, haargenau. Baloo passt drauf auf, aber wir sollten es ganz schnell wieder loswerden, bevor es uns noch Ärger macht. Und wir dachten, vielleicht weißt du einen Rat. Du meinst, weil ich von Menschen großgezogen wurde? Genau. Und außerdem, weil du ein guter Freund von uns allen bist. Das weiß hier schließlich jeder. Ich brauch keine Freunde. Hey, Bagheera! Denk an Shere Khan. Stimmt. Das Menschenjunge hat bereits angefangen, uns Ärger zu machen. Und was jetzt? Sucht seine Eltern, bevor Shere Khan sie findet und jagt sie aus unserem Dschungel. Aber was ist mit dem Kind? Ich hab was Wichtigeres vor.
Also irgendwie ist das wohl nicht mein Tag heute. Das sieht nach Ärger aus. Da kommt Shere Khan. Menschenjunges, wach auf. Los, wach auf, wir müssen abhauen. Sofort. Wie sollen wir denn Mowgli hier bloß finden? Mowgli! 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 Wo bist du? Eine Hyäne. Mistvieh. Was hast du mit unserem Mowgli gemacht? Wo ist er? Antworte, los, antworte! Wo ist er? Da ist noch ein wildes Tier. Es kommt näher. Was wird aus Mowgli? Ohne unser Gewehr sind wir völlig hilflos. Wir müssen fliehen. Aber Mowgli... Wir werden ihn finden. Das verspreche ich dir. Komm, zurück zum Zelt. Chef, ich hab sie! Ich hab sie! Zwei Menschen! Weißt du, Tabaki, ich liebe die Menschenjagd. Wer ist da? Wenn du einen Menschen tötest, dann kommen 100, um ihn zu rächen. Ach, Bagheera! Und darum ist es für Raubtiere wie uns verboten, hier im Dschungel Menschen zu jagen. Du kennst doch das Dschungelgesetz, oder etwa nicht? Und du glaubst, das stört mich? Das wohl kaum. Darum will ich dich warnen. Du solltest besser Kaninchen jagen. Wie bitte? Shere Khan, die Menschen, die flüchten, die hauen einfach ab. Hey, wenn du mich aufhalten willst, komm runter und gebrauch deine Zähne und Krallen. Ach, die reinste Zeitverschwendung. Los, eine Liane, los, lauf weiter! Komm, hier lang, beeil dich! Mensch, sind das lahme Viecher. Na schön. Bagheera, komm runter! Los, komm runter! Shere Khan! Ich rieche noch einen Menschen. Ein Junges. Ein Kind? Wo bleibt Shere Khan? Na, die Jagd war ihm wohl zu anstrengend. Da! Ein schwarzer Panther! Lass uns in Ruhe! Und ich habe mir solche Mühe gegeben. Hallo, Balu. Los, Tabaki. Mach Platz, ich bin sehr in Eile. Ich habe auch keine Zeit, denn ich gehe gleich jagen. So, mein Freund, geh nach Haus. Da geht es lang.
Na los. Langsam, Tabaki. Du jagst kein Menschenjunges in unserem Dschungel. Na schön. Leise. Das ist ein Menschenjunges. Was will das denn hier? Das wird sich wohl verlaufen haben. Es hat überhaupt keine Angst. Schau doch nur, wie es trinkt. Ganz genauso wie unsere beiden Kleinen. Es scheint aber sehr hungrig zu sein. Da hast du wohl recht. Das ist sicher Shere Khan. Das gibt Ärger. Bring die Jungen in die Höhle. Los, beeil dich. Ja. Ich rieche deutlich ein Menschenjunges. Gib's raus, es gehört mir. Hier ist nicht dein Jagdgebiet, Shere Khan. Verzieh dich! Du sollst mir gehorchen, gib's raus! Du kriegst es nicht! Na schön, dann hol ich's mir eben selber! Da raus! Los, gib mir den Menschen! Nein, niemals! Der Kleine gehört nun zu meiner Familie! Deine Familie? Hau ab, los! Und lass uns gefälligst in Ruhe! Ah, das wirst du noch bereuen! Und das wirst du teuer bezahlen! Das Menschenjunge gehört mir ganz allein. Ich gebe niemals auf. Meinst du wirklich, wir können ihn behalten? Du hast dich doch schon längst dafür entschieden, dass er bei uns bleibt. Oh ja, hab ich. Ihr wollt also, dass unser Rudel ein Menschenjunges adoptiert? Ein Mensch ist kein Wolf. Ein Menschenjunges macht uns sicher nichts als Ärger. Genau. Nichts als Ärger. Shere Khan, der Tiger, war hinter ihm her. Wahrscheinlich werden seine Eltern tot sein. Du weißt, was passiert, wenn wir uns nicht um ihn kümmern, Akela. Dann macht uns Shere Khan garantiert Ärger. Genau. Am besten, wir werfen das Kind in den Fluss. Ich schlage vor, wir treffen unsere Entscheidung streng nach dem Gesetz. Wie ihr ja alle wisst, braucht das Menschenjunge mindestens zwei Fürsprecher im Rudel, die neuen Eltern selbstverständlich ausgenommen, bevor wir darüber entscheiden können, ob wir es als einen von uns akzeptieren. Wer bürgt für ihn? Ich höre. Oh weh. Aha, wie ich sehe, ist mein kleiner Freund in Sicherheit. Schön. Und ich bin wirklich sehr gern bereit, mich für ihn zu verbürgen. Was? Ruhe bitte! Baloo ist ein guter Freund, denn er bringt unseren Jungen die Gesetze des Dschungels bei. Wir sollten uns in aller Ruhe anhören, was er uns zu sagen hat. Ich danke dir, Akela. So ein Menschenjunges ist ganz sicher keine Gefahr für uns. Das könnt ihr mir glauben. Genau wie unsere eigenen Jungen will es nur spielen. Wie ihr ganz deutlich seht, hat es weder Zähne noch Krallen. Es gibt wirklich keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Vielen Dank, Baloo. Also, ich bewundere offen gestanden seine Furchtlosigkeit. Aber ihr braucht noch einen zweiten Bürgen. Darf ich was sagen? Du, Bagheera? Ja, ich weiß.
Genau genommen habe ich überhaupt kein Recht, auf dieser Versammlung zu sprechen. Aber euer Gesetz sagt, dass ihr das Leben eines Fremden gegen eine gute Mahlzeit eintauschen könnt. Da hast du recht, Bagheera. Was willst denn du mit dem Menschenjungen? Ich bin sicher, Baloo kümmert sich darum. Oder nicht, Baloo? Na ja. Tauscht ihr sein Leben gegen einen Wasserbüffel? Ruhe bitte! Warum, Bagheera? Seine beiden Eltern sind heute umgekommen. Hast du sie getötet? Nein. Trotzdem war es meine Schuld. Was? Jetzt hört mir mal zu. Bagheera hat erfolgreich verhindert, dass Shere Khan Menschen jagen konnte. Darum wurde er überhaupt erst in die Sache verwickelt. Und wisst ihr, warum er sich mit Shere Khan angelegt hat? Du wolltest verhindern, dass wir hier im Dschungel Ärger kriegen. Hab ich recht, Bagheera? Was schert mich euer Ärger? Ach, Bagheera, du nicht so, als würde dich das nichts angehen. Was Alexander sagt, ist doch völlig richtig. Was wird denn nun? Können wir endlich zum Geschäft kommen? Psst, Akela. Also gut, Bagheera ist dein Freund und sorgt sich um das Wohl unseres Dschungels. Deshalb danken wir ihm für den Büffel und kümmern uns um das Kind. Wer Einwände hat, möge vortreten. Also damit ist das Menschenjunge von nun an ein Mitglied unseres Wolfsrudels. Aber wie soll er heißen? Seine Eltern riefen ihn, ich glaube, Mowgli. Ach, das ist... ein schöner Name. Mowgli bedankt dich bei Bagheera. Los! Komm! Das war euer Held in der bunten Dschungelwelt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Shere Khan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch.